Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölten, bald zu dritt. Sensationelle Nachrichten von Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölten. Wie das ehemalige Liebespaar nun verrät, bekommen sie noch in diesem Jahr Zuwachs. Bei Oliver Pocher, 45, ist ganz schön was los. Gerade erst war er noch in Las Vegas unterwegs, nun schüttelt er schon die nächste Neuigkeit aus dem Ärmel. Wie er und seine Ex-Frau Sandy, 40, nämlich nun berichten, soll ihre gemeinsame Tochter Teil des gemeinsamen Podcasts werden. Oliver und Sandy verstoßen gegen ihre Prinzipien. Doch woher kommt der Sinneswandel? Schließlich waren sich Oliver und Sandy immer darüber einig, dass sie ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit fernhalten. Laut Bild erklärte die Pocher-Ex einst, wir fahren da schon immer eine klare Linie und das ist auch ein Thema, worüber wir uns nie gestritten haben, dass wir die Kinder nicht zeigen, dass wir unser Zuhause nicht zeigen. Doch jetzt soll scheinbar alles anders werden. In dem Podcast, den Oliver eigentlich mit seiner noch Ehefrau Amira ins Leben rief und Sandy nach der Trennung der beiden mit einstieg, soll nun auch die gemeinsame Tochter Nyla eine Rolle übernehmen. Wie es heißt, soll die 14-Jährige dabei ihren prominenten Eltern unterstützend zur Seite stehen. In Berlin bei einem Live-Auftritt im Theater Die Wühlmäuse kündigte das Paar die sensationelle Neuigkeit an. Und wie soll die Umsetzung aussehen? Olli und Sandy erklären, dass Nyla als echte Pocher auch mal ein Wörtchen mitzureden hat. Ebenfalls fügt Oliver gegenüber Bild hinzu, wir wollen das mal ausprobieren. Die Fragen, die unsere Tochter dann im Podcast beantworten kann, werden gesammelt. Das Ganze wird definitiv noch dieses Jahr passieren, wahrscheinlich schon im Mai. Da sind Ferien. Und wir sind ja dann auch dabei. Na dann lassen wir uns mal überraschen. Bei Oliver Pocher, 45, ist ganz schön was los. Gerade erst war er noch in Las Vegas unterwegs, nun schüttelt er schon die nächste Neuigkeit aus dem Ärmel. Wie er und seine Ex-Frau Sandy, 40, nämlich nun berichten, soll ihre gemeinsame Tochter Teil des gemeinsamen Podcasts werden. Oliver und Sandy verstoßen gegen ihre Prinzipien. Doch woher kommt der Sinneswandel? Schließlich waren sich Oliver und Sandy immer darüber einig, dass sie ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit fernhalten. Laut Bild erklärte die Pocher-Ex einst, wir fahren da schon immer eine klare Linie und das ist auch ein Thema, worüber wir uns nie gestritten haben, dass wir die Kinder nicht zeigen, dass wir unser Zuhause nicht zeigen. Doch jetzt soll scheinbar alles anders werden. In dem Podcast, den Oliver eigentlich mit seiner noch Ehefrau Amira ins Leben rief und Sandy nach der Trennung der beiden mit einstieg, soll nun auch die gemeinsame Tochter Nyla eine Rolle übernehmen. Wie es heißt, soll die 14-Jährige dabei ihren prominenten Eltern unterstützend zur Seite stehen. In Berlin bei einem Live-Auftritt im Theater Die Wühlmäuse kündigte das Paar die sensationelle Neuigkeit an. Und wie soll die Umsetzung aussehen? Olli und Sandy erklären, dass Nyla als echte Pocher auch mal ein Wörtchen mitzureden hat. Ebenfalls fügt Oliver gegenüber Bild hinzu, wir wollen das mal ausprobieren. Die Fragen, die unsere Tochter dann im Podcast beantworten kann, werden gesammelt. Das Ganze wird definitiv noch dieses Jahr passieren, wahrscheinlich schon im Mai. Da sind Ferien. Und wir sind ja dann auch dabei.
Na, dann lassen wir uns mal überraschen.